haarsträubenden Fälle des Philip Maloney, die Bedrohung. Einen guten Anwalt zu haben, ist schon die Hälfte der Miete, meinte einmal ein Kollege zu mir, bevor er eine Juristin heiratete. Bei mir landeten die Damen und Herren Juristen nur als hoffnungslose Fälle. Wie etwa Dr. Hobel, ein stadtbekannter Paragraphenreiter, dessen Ruf so schlecht wie der Stand seines Bankkontos hoch war. Ich bot ihm an, für die Hälfte des Honorars zu arbeiten, das er, normalerweise, seiner Klientel aus der Tasche zog. Das ist zu hoch, viel zu hoch. Dafür könnte ich mir ein Dutzend Detektive leisten, rund um die Uhr. Dann kaufen Sie sich doch ein paar nette Detektive und lassen mich in Frieden verhungern. Das geht nicht. Meine Frau besteht darauf, dass Sie mich beschützen. Sie hat blind das Telefonbuch aufgeschlagen und ist bei Ihrem Namen gelandet. Gegen die Intuition meiner Frau komme ich nicht an. Sie kennen meinen Tarif, Frau hin oder her. Uns Anwälten wird immer nachgesagt, dass wir raffgierig sind. Dabei verteidige ich alle 5 Jahre einen Klienten umsonst und spende einmal im Jahr 50 Franken an eine wohltätige Institution. Letztes Jahr an den Golfclub Immergrün. Seit wann gelten Golfclubs als soziale Institution? Meine Frau hat das Telefonbuch aufgeschlagen. Fragen Sie sie. Ich bezahle nur. Dann tun Sie das mal. Ich stelle Ihnen einen Scheck aus. Das ist nett. Die soziale Institution Maloney bedankt sich artig. Sie dürfen wieder gehen. Moment mal. Moment mal. Ich werde bedroht. Jemand schickte mir eine Tonbandkassette mit einer Morddrohung drauf. Ich nehme das ernst. Sehr ernst. Sie müssen verhindern, dass mir etwas zustößt. Und was meint die Polizei zu der Drohung? Ach, die Polizei interessiert mich nicht. Alles bürokratischer Leerlauf, glauben Sie mir. Ich bin ein Verfechter der Privatwirtschaft. Immer und jederzeit. Ich nickte artig und wünschte mir einen Moment lang die sozialistische Weltrevolution herbei. Doch draußen regnete es, mein Steuerberater sonnte sich irgendwo in Afrika und mein Magen verlangte wie immer nach einer warmen Mahlzeit und teurem Whisky. Herr Hobel übergab mir die Kassette und ich suchte mir im Telefonbuch die Adresse einer Frau heraus, die als Psychologin arbeitete und von sich behauptete, anhand der Stimme ein genaues Profil eines Menschen erstellen zu können. Sie sind ein toter Mann. Im Namen des Volkes verurteile ich Sie zum Tode. Begnadigung wird abgelehnt. Anwälte wie Sie taugen nur etwas fürs Schafott. Weg damit! Auf Wiedersehen im Jenseits. Wie sagten Sie, heißt der Mann? Wenn ich das wüsste, wäre ich nicht hier. Die Stimme ist verfremdet. Darauf wäre ich nie gekommen. Er war in seiner Kindheit ein Bettnässer. Tatsächlich. Plätschert es im Hintergrund. Er stammt aus einer zerrütteten Familie. Wie wir alle. Ich stamme aus einer glücklichen Familie und neige trotzdem zu Depressionen. Das tut mir aber leid. Was aber können Sie mir über die Stimme sagen? Ich bin sicher, dass er in der Nähe von Eisenbahnschienen aufgewachsen ist und er mag Chili und andere scharfe Sachen. Seine Glückszahl ist 98 und er leidet an Parodontose. Ein beeindruckendes Täterprofil. Sie erkennen nicht zufällig seine momentane Adresse. Ich bitte Sie, was ich hier mache, ist Wissenschaft, kein Hokuspokus. Gehen Sie zu einer Hellseherin, wenn Sie unbedingt Ihr Geld loswerden möchten. Danke, Sie genügen mir vollauf. Eine letzte Frage. Meint es der Kerl ernst oder blufft er nur? Um das herauszufinden, müsste ich mir das Band eine Nacht lang anhören. Bei Leermond erziele ich die besten Ergebnisse. Wussten Sie übrigens, dass die Prostata bei älteren Männern auf die Mondphasen anspricht? Ich suchte schleunigst das Weite. Nach der seltsamen Psychologin führte mich mein Schicksal ins Polizeipräsidium. Dort war gerade ein Beamter damit beschäftigt, sich vom Mond inspirieren zu lassen. Ital.Mond, was damit wohl gemeint ist, Maloney. Italienischer Mond
Gibt es mehrere Monde in Italien? Die spinnen doch, die Römer. Vielleicht sollten Sie es mal mit La Luna probieren. Soll in Italien nächtens am Himmel hängen. Was hängt in Italien? Meinen Sie etwa die Kleider, die in Italien überall auf den Balkonen herumhängen? Nein, 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 Maloney, das ist sicher ein Druckfehler. Und müsste heißen italienischer Mund. Da könnte ich Loren eintragen oder Sophia oder wie hieß die andere, die so gut küsste. In der Stadt verteilt ein Irrer Drohungen auf Tonbandkassetten und Sie sitzen tatenlos herum und denken sich italienische Monde aus. Ich sehe niemanden, der tatenlos herumsitzt. Nur jemand, der tatenlos herumsteht und schlechte Laune verbreitet. Im Übrigen bin ich auch entsetzt darüber, dass immer weniger gelesen wird in dieser Stadt. Früher gab es noch Drohbriefe, heute gibt es Drohtonbänder. Das ist das Ende der Kultur, Maloney. Eines Tages müssen auch die Pässe auf Kassette gesprochen werden, weil niemand mehr seinen eigenen Namen lesen und schreiben kann. Und weshalb, Maloney? Weil Kreuzworträtsel noch immer kein Schulfach sind. Während Sie hier Unsinn absondern, werden in der Stadt Menschen ermordet. Ich weiß, Maloney. In 10 Minuten werde ich abgeholt. Seit die Stadtverwaltung durchgesetzt hat, dass nur noch vollbesetzte Polizeiwagen benutzt werden dürfen, müssen wir warten, bis 2 Polizeieinsätze den Einsatz eines Wagens rechtfertigen. Dann sind jetzt gerade 2 Leichen entdeckt worden. Nein, nein, eine Oma hat sich in der Stadt verirrt und findet nicht mehr nach Hause. Der andere findet auch nicht mehr nach Hause, weil er als Toter nicht mehr gehen kann. Ein Anwalt ist angeblich erschossen worden. Ich machte mich auf das Schlimmste gefasst, doch es kam noch schlimmer. Im Wagen saß ich mit 3 Polizisten, die allesamt aussahen, als würden sie jeweils schon zum Frühstück ein Kreuzworträtsel lösen. Als wir endlich bei der Leiche ankamen, fühlte ich mich elend und bereit, in den Polizeidienst aufgenommen zu werden. Das geht nicht, Maloney. Beamte trinken nicht im Dienst. Und wenn sie trotzdem im Dienst trinken, dann nur, weil es nicht anders geht. Das ist nicht mein Anwalt. Eigentlich schade. Er machte sich ganz gut als einer ihrer Klienten. Ein bisschen bleich ist er und irgendwie entrückt. Was meinen Sie, dachte er an seine Villa oder an seine Familie, als er starb? Neben der Leiche liegt eine Tonbandkassette. Ich sagte es ja, das Ende der Kultur, Maloney. Nicht mal Anwälte können heutzutage Abschiedsbriefe schreiben. Wenig später hörten wir uns die Kassette an. Es war keine Abschiedsbotschaft, die an unsere Ohren drang. Es war eine Drohung, identisch mit jener, die auch mein Klient erhalten hatte. Spätestens jetzt war klar, dass der Kerl es ernst meinte. Mein Klient hatte sich in einer riesigen Villa verschanzt und ärgerte seine Angestellten mit seinem Mobiltelefon und einer Unmenge von Faxmeldungen. Seine Frau nahm das alles ziemlich gelassen und musterte mich abschätzig. Früher wäre mir so etwas nie ins Haus gekommen. Du hast die Adresse dieses Mannes aus dem Telefonbuch gepickt. Ja, das stimmt, leider. Ich habe auch diesen Unhold engagiert, der sich jetzt als Bodyguard aufspielt. Meine Jahre als Unhold liegen lange zurück und Bodyguard ist nicht mein Traumjob. Meine Frau meint Herrn Schmied, den wir als Bodyguard engagiert haben. Schließlich möchte ich all die Aufregung unversehrt überstehen. Dieser Schmied ist unmöglich. Er stürzt sich auf alles, was sich bewegt. Er hat unseren Hund angeschossen und die Putzfrau niedergeschlagen. Das zeigt doch nur, wie ernsthaft er seinen Job macht. Es ist seine Aufgabe, niemanden an mich heranzulassen. Auch mich nicht? Du darfst natürlich jederzeit, wenn es dich nicht stört, dass Herr Schmied uns dabei zuschaut. Ein seltsamer Bodyguard. Kann ich mit dem Mann sprechen? Wenn er sie nicht vorher erschießt, sollte das möglich sein. Könnten wir nicht auch noch einen Dichter engagieren? Oder wenigstens einen Musiker, damit das Niveau in diesem Haus wieder einigermaßen erträglich wird? Den letzten Dichter, den ich dir besorgt habe, hast du wieder rausgeschmissen, weil er auf die Terrasse gekotzt hat. Das war auch kein Dichter. Das war ein Schriftsteller, der nicht reimen konnte. Ich machte mich auf die Suche nach dem Bodyguard und fand ihn friedlich dösend im Wintergarten. Auf seinem Schoß lag aufgeklappt eine Zeitschrift, in der Sportwagen die Seiten füllten. Nach gut 10 Minuten gelang es mir endlich, den seltsamen Bodyguard ins Diesseits zu schubsen.
Wo ist meine Waffe? Fragte der Sheriff und biss ins Gras. Wer sind Sie? Sind Sie etwa illegal in dieses Haus eingedrungen? Ich bin Gast des Hauses. Sie sehen aus wie der Gärtner. Den habe ich vor 2 Stunden aus dem Haus geboxt. Der hat geschrien, sag ich Ihnen, eine Freude. An mir kommt keiner vorbei. Wenn Sie so weitermachen, werden Sie Ihren Job schnell wieder los. Aber keine Angst, mit Ihrer Intelligenz können Sie jederzeit bei der Polizei anheuern. Die Polizei will mich nicht. Bin viel zu gut für die. In ein paar Jahren wird man mich in allen Illustrierten sehen, neben Filmstars und Politikern. Bin der beste Bodyguard der Stadt. An mir kommt niemand vorbei. Das ist mein Motto. Ich lachte herzlich über den Idioten und wunderte mich darüber, dass ein Anwalt wie Hobel keinen besseren Griff tun konnte, wenn es um seine eigene Sicherheit geht. Aber vermutlich war er wieder der Intuition seiner Frau gefolgt und hatte den Idioten zufällig aus dem Telefonbuch ausgewählt. Nicht immer stößt man dabei auf Perlen wie Meloni. Ich machte mich auf die Suche nach der Hausbar, fand aber keine und landete schließlich bei der Polizei. Dort verhörte man gerade eine Frau, die im Verdacht stand, den anderen Anwalt umgebracht zu haben. Sie sind ein toter Mann. Im Namen des Volkes verurteile ich Sie zum Tode. Begnadigung wird abgelehnt. Anwälte wie Sie taugen nur etwas fürs Schafott. Weg damit. Auf Wiedersehen im Jenseits. Geben Sie endlich zu, dass das Ihre Stimme ist. Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Das ist eine Männerstimme. Ich bin eine Frau. Dem würde ich beipflichten. Sie halten sich da raus, Maloney. Das ist die Freundin des Anwalts, der ermordet worden ist. Er wollte sich von ihr trennen. Sie hat ein Motiv, Maloney. Und ich habe ein Alibi, das sagte ich doch schon. Ich steckte die ganze Nacht in einem Lift fest, zusammen mit 2 Männern. Wir heiraten in einer Woche. Was denn? Alle beide? Es war fantastisch. Zuerst dachte ich, ausgerechnet mit 2 schmutzigen Handwerkern muss ich im Lift stecken bleiben. Aber die beiden waren so süß. Als wir befreit wurden, prügelten sie sich. Ich habe den Verlierer genommen. Ich habe auch vorher immer den Verlierer genommen. Stupsi taugte als Anwalt nicht viel. Er war ständig in Geldschwierigkeiten und verlor fast jeden Prozess. Pupsi, oder Stupsi, wie Sie Herrn Sturzenegger nennen, wurde mit einer 38 Millimeter Kugel erschossen. Sie besitzen eine solche Waffe, ist es nicht so? Die hat mir Stupsi geschenkt. Er lebte immer in Panik und dachte, dass jemand ein Attentat auf ihn verüben möchte. Ausgerechnet auf ihn. Er hatte sogar einen Bodyguard engagiert, ein unmöglicher Kerl. Das klingt interessant. Heißt dieser Bodyguard etwa Schmied? Nein, Amboss hieß er. Stupsi hat ihn entlassen, weil er Stupsis Mutter in den Würgegriff nahm, als sie uns besuchte. Also, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn er noch ein wenig fester zugedrückt hätte. Stupsis Mutter ist ein Drachen. Zurück zu dieser Tonbandkassette. Sie besitzen eine Waffe und ein Motiv. Ihr Alibi taugt nichts, da beide Zeugen in Sie verliebt sind. Wir werden anhand eines genetischen Fingerabdrucks Ihre Stimme mit der Kassette vergleichen und ich garantiere Ihnen, dass wir Stofffasern finden werden, die eindeutig sind. Was redet er für einen Unsinn? Ich kenne mich aus mit genetischen Fingerabdrücken. Das hat doch nichts mit der Stimme zu tun. Er ist manchmal verwirrt. Die Dienstjahre haben sich in seinem Kopf angesammelt und den wenigen Gehirnzellen den Schnauf genommen. Jetzt reicht es aber, Maloney. Unsere Aufgabe ist es, einen Mord aufzuklären. Diese Frau hier lügt. Im Namen des Gesetzes, Sie sind vorläufig festgenommen. Möchten Sie noch eine Zigarette rauchen, ehe ich Sie in eine unserer Nichtraucherzellen abführen lasse? Sie stand auf und versuchte, den Polizisten mit ihren Fingernägeln zu attackieren. Sofort eilten ein paar Uniformierte herbei und stürzten sich auf die Dame, die vergeblich nach ihren Rechten schrie. Ich machte links umkehrt und verließ das triste Gebäude. Ich saß in meinem Büro und dachte daran, dass eigenartigerweise sowohl der tote Anwalt als auch mein Klient Erfahrungen mit einem unterbelichteten Bodyguard machten. Da solche Übereinstimmungen nur selten Zufälle sind, freute ich mich darauf, die Villa meines Klienten aufzusuchen und dem Bodyguard namens Schmied ein wenig auf den Füßen herumzutrampeln.
Es ist entsetzlich. Dieses Individuum liegt seit 3 Stunden auf dem Sofa und schnarcht. Alles habe ich versucht. Ihn angeschrien, gekitzelt, sein Gesicht mit Wasser bespritzt. Aber er wacht einfach nicht auf. Lassen Sie ihn schlafen. So kann er wenigstens nichts anrichten. Dieser Mann ist mein Bodyguard. Seine Aufgabe besteht darin, mich zu beschützen. Sie sind mein Zeuge, Maloney. Ich werde diesem Mann nicht einmal die Hälfte seines Honorares auszahlen. Den Rest können Sie meinem Konto gut schreiben. Sie schnarchen zwar nicht, aber viel erfolgreicher als dieser Mann waren Sie bis jetzt auch nicht. Soweit ich das beurteilen kann, leben Sie noch. Na und? Soweit ich das beurteilen kann, lebt auch der Mann noch, der mich bedroht. Sie erwarten doch nicht etwa, dass ich Ihren Bodyguard umbringe, oder? Nur das nicht. Ich habe das Sofa vor einem Monat neu beziehen lassen. Weshalb sollten Sie Herrn Schmied umbringen? Er ist vermutlich der Mann, der Sie bedroht. Ach, das ist doch Unsinn. Weshalb sollte mich ein Bodyguard bedrohen? Um zu einem neuen Job zu kommen. Meine Frau hat diesen Herrn Schmied ausgesucht. Das stimmt nicht ganz. Du hast dich nicht auf deine Intuition verlassen? Herr Schmied hat angerufen und seine Dienste angeboten. Er sagte, dass er einige Jahre in London gearbeitet habe, für einen bekannten Politiker, und jetzt wieder frei sei. Herr Schmied hat in Downing Street 10 gearbeitet. Als Hausgard? Ach, Sie wissen schon, was ich meine. Sie haben sicher davon gehört, dass ein anderer Anwalt in dieser Stadt erschossen wurde. Stürzenegger. Ein lausiger Advokat. Er hat ebenfalls Drohungen erhalten. Und? Anwälte erhalten regelmäßig Drohungen. Das gehört zu unserem Geschäft. Davon hast du mir aber nie erzählt. Wer bedroht dich denn alles? Ach, das ist nicht der Rede wert. Aber der Kerl, der mich jetzt bedroht, der meint es ernst, das spüre ich. Sturzenegger hatte ebenfalls einen Bodyguard. Er nannte sich Amboss und wurde von Sturzenegger entlassen. Schmied und Amboss? Sie glauben also, dass dieser Schnarcher mich bedroht und Sturzenegger ermordet hat? Das ist eine interessante Theorie. Ich schlage vor, wir verfrachten den Kerl ins Polizeipräsidium, ehe er erwacht und um sich schießt. Wenn es zutrifft, was Sie vermuten, Maloney, dann lade ich Sie nächste Woche in die Oper ein. Danke. Aber dann lasse ich mich lieber von Herrn Schmied anschießen. Unglaublich, diese Proleten. Undankbar bis ins Grab. Was meinst du, Sophie? Das nächste Mal engagieren wir uns einen Bodyguard, der wenigstens kochen kann. Dieser Mann hier stinkt nur vor sich hin. Es gelang uns mit vereinten Kräften, den schlafenden Bodyguard in Hobels Luxuslimousine zu verfrachten. Im Polizeipräsidium freute sich niemand über das schöne Geschenk. Es dauerte unendlich lange, bis der diensthabende Beamte begriff, weshalb Schmied schnarchend bei ihm abgeliefert wurde. Das ist er. Das ist Herr Amboss, der Bodyguard von Stupsi. Genau so lag er die ganze Zeit in der Wohnung herum. Und wenn er aufwachte, schlug er wild um sich und zerstörte das halbe Mobiliar. Ich verstehe das alles nicht. Dieser Mann wollte unbedingt als mein Bodyguard arbeiten. Weshalb sollte er mich ermorden? Das ergibt doch keinen Sinn. Genau, Maloney. Sie machen wieder alles unnötig kompliziert. Wir haben einen Mord und wir haben 2 Bedrohte, aber nur eine Leiche. Aber vielleicht 2 Täter. Einer der Drohte und einer der Ermordete. Das ist doch ganz einfach, oder, Maloney? Dann können Sie mich jetzt wieder freilassen. Sie bleiben hier. Dieser Mann hat kein Motiv für die Tat. Und ob er das hatte, er bedrohte Sturzenegger, seinen ehemaligen Auftraggeber, um wieder von ihm angeheuert zu werden. Doch der spurte nicht. Also bedrohte er auch noch Hobel und bot gleichzeitig seine Dienste als Bodyguard an. Um die Bedrohung etwas deutlicher zu machen und vermutlich auch aus Rache, brachte er Sturzenegger um. Schön der Reihe nach, Maloney. Wer bedrohte wen, wo, wann und warum? Dann bin ich also nicht mehr in Gefahr. Sehr gut, sehr gut. Ich ziehe meinen Auftrag zurück. Sie sind ab sofort wieder frei für neue Aufgaben, Maloney. Und was ist mit meinem Honorar? Der Logenplatz in der Oper, den ich Ihnen offerierte, kostet mich ein Vermögen. Ich fliege morgen früh nach New York. Ich gehe jedes Jahr mindestens einmal in die Met. Aber Sie wollten ja nicht mitkommen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich war vor vielen Jahren einmal in der Oper. Leider sangen alle Italienisch und es gab keine Untertitel, aber die Kostüme waren entzückend. Jetzt reicht es aber. Lassen Sie mich gehen oder ich verlange nach einem Anwalt. Schon zur Stelle. Wen möchten Sie verklagen?
Die Polizei, die Stadt oder vielleicht sogar den Bundesrat. Dr. Hobel schreckt vor nichts zurück. Er verteilte seine Visitenkarten und lächelte. Stunden später saß ich mit dem Polizisten noch immer neben dem Bodyguard. Wir versuchten ihn aufzuwecken, scheiterten aber kläglich. Vielleicht sollte ich ihm etwas vorsingen. Das funktioniert manchmal, habe ich gelesen. Glauben Sie, dass der Mann in einer Art Koma liegt? Vielleicht simuliert er nur und hofft darauf, dass wir ihn allein lassen, damit er abhauen kann. Nein, der Kerl schläft tatsächlich. Kein Wunder, taugt er als Bodyguard nicht viel. Vielleicht hilft es, wenn wir an seine niederen Instinkte appellieren. Soll ich ihm einen Hamburger unter die Nase halten oder eine Tasse Tee? Nein, jetzt weiß ich, was zu tun ist. Claudia Schiffer braucht einen Bodyguard. Jetzt, sofort. Ich bin zur Stelle. Tag und Nacht wirst du bewacht. Im Namen des Anwaltsgeheimnisses, Sie sind verhaftet. Wieso, warum, weshalb? Sie haben Sturzenegger erschossen. Na und? Wo bin ich? Ist das jüngste Gericht? Nein, das kann nicht sein. Ich sehe bloß zwei alte Knacker. Ich glaube, der Mann möchte eine Tasse Tee. Tee? Warum nicht? Von ihm gebraut. Schmeckt wie alte Socken. Jetzt übertreiben Sie nicht, Maloney. Meine Teemischung wird im ganzen Polizeipräsidium gelobt. Nach einem Schluck hat noch jeder gestanden. Und so war es auch bei dem Bodyguard. Sein Gesicht wurde weiß wie eine Filmleinwand und seine Hände zitterten, als ihm das Gebräu eingeflößt wurde. Danach gestand er alle Schandtaten, die er in seinem noch jungen Leben begangen hatte. Der Polizist bot auch mir eine Tasse Tee an, doch ich ging in eine Bar und schaute in dunkle Augen, die mich noch die ganze lange Nacht begleiteten. So geht das.